Regen, okay, so what. Es ist einfach dieses Wandern in meinem Fall in der freien Natur, das macht einen Kopf frei, du kannst sinnieren, du triffst Leute. Es ist wichtig, irgendwo auch als Veranstalter selbst das zu erleben, um einfach auch sich irgendwo in die Situation des Teilnehmers hineinzuversetzen. Ja, das gehört einfach dazu im Jahr, der Karwendelmarsch. Ja, es ist nass, aber es macht Spaß, das ist die Hauptsache. Gewaltige Sache, Hut ab, aber im Wetter, dass man bei den Labestationen alles super hingehauen hat. An die Startnummer 514, Thomas Bosniak, Sieger, Tagessieger. Toll ist aber auch, dass also die Vorjahressieger bzw. Sieger von den Vorjahren einige mit dabei gewesen sind. Das zeigt eigentlich schon nochmal von der Richtigkeit von der Veranstaltung, die wir machen. Also das ganze Konzept, dass das eigentlich rundläuft. Ich glaube auch, dass jetzt mittlerweile so im sechsten Jahr der Karwendelmarsch schon so einen Ruf und so einen Status sich wieder aufgebaut hat, dass da einfach jeder sagt, da muss man mal dabei sein. Aber jeder, der das macht, glaube ich, bringt seine persönliche Bestleistung und das ist schön.